wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist Montag und dunkel ist, aber es wird bald hell. Da freue ich mich schon drauf. Es ist jetzt 4 Uhr. Wir fahren jetzt nach Heilbronn, laden dort ab. Wir haben ja am Freitag in Zwickau beim Schnellecke geladen. Sammelgut für Heilbronn Audi. So, dann muss ich erstmal gucken, ob wir das dort loswerden, wo wir in Heilbronn immer die Ware abliefern, wo wir auch e-tron abladen. Irgendwo wird das dann schon dort wegkommen. Jedenfalls steht die Adresse drauf und da fahre ich auch erstmal hin. Und dann werden sie mir schon sagen, ob das dort ist oder nicht. Ja, also dann, meine Lieben, geht es jetzt erstmal auf nach Heilbronn und dann gucken wir mal. Ach, wie sieht's denn aus? Tank ist noch dreiviertelst voll. AdBlue ist noch fast voll. Also ich denke, wir tanken runter zu nicht. Vielleicht haben wir ja hoch zur Gelegenheit, in Bamberg zu tanken. Wenn nicht, kommen wir noch ein ganzes Stück hin damit. Also dann zwickt man mal auf, ne? Dann aufi ins Gewühl. Schön langsam hier um die Ecke rum. So. So, Freunde, jetzt geht's los. Werden wir sehen, ob dann unten auf der 6 verstopft ist. So, jetzt fahren wir gleich rechts. Richtung Autobahn. Ist nicht um die Zeit. Schlafen alle noch. Der mir gerade entgegenkam, der fährt jetzt hinter mir. Na, dann schauen wir mal.
Podcast. Aber ehrlich, mein Guter. Ja, wir haben ungefähr schätzungsweise 10 Tonnen drauf. Also gar nicht mal so schwer. Ist auch nicht voll. Rettungswache ist nicht. Die sind gerade aufgestanden. Nee, da ist ein bisschen was über halb voll. Und gar nicht so hoch gebaut. Also wir haben dann vorne haben wir zwei Reihen dreifach hoch. Dann haben wir angefangen mit doppelt. Dann hinten nach hinten runter, dann alles einfach hingestellt. Wenn Platz ist, muss ja nicht so hoch gebaut werden, das wäre ja Quatsch. Und dann haben wir hinten noch, ich würde sagen, 3,5 Meter frei. Also ist gar nicht so sehr viel. Ist halt ein bisschen schweres Zeug dabei, Batterien und sowas. Ne? Alles Sammelgut. Naja, gut. Also dann ab auf die Autobahn. So, Leute. Jetzt wird's langsam Tag. Naja, zwei kleine Staus haben wir schon hinter uns. Einen am Dreieck Bayerisches Vogtland. Da waren wieder ein paar Autos zu blöd, sich einzufädeln. Da ist ja die Baustelle. Und dann hat man einen kleinen Stau Bad Berneck an der Baustelle. Ja, so läppert sich halt zusammen die Zeit, ne? Haben wir schon fast 10 Minuten Zeitverlust. Die werden wir wohl nicht rausfahren, da werden wir wohl noch eine Dreiviertelstunde Pause machen müssen unterwegs. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. So, und jetzt fahren wir auf die B505 gleich. Ja, so dreiviertel acht, zwischen halb und dreiviertel neun sind wir unten. Das reicht. Das passt dann schon. Allerdings, wenn ich jetzt noch mal eine Pause machen muss, dann schaffen wir es nicht. Dann sind wir erst kurz nach 9 Uhr. 15 Minuten haben wir Karenz, die wir zu spät kommen dürfen. Also 14 Minuten 59 Sekunden. Ja, werden wir sehen. Überstürzen müssen wir nichts. Termin ist, wenn ich da bin. Punkt. Ich bin schon zufrieden, dass es langsam hell wird. Das ist schon positiv. Aber ein bisschen müde bin ich trotzdem schon noch wieder. Schon noch wieder. Ja, ja, ja. Typisch Mäusel, seine Redewendung.
Na, sind wir doch schon an der A3 gleich. Läuft doch flüssig. Wenn jetzt nichts mehr großartig dazwischen kommt, schaffen wir es sogar in 4,5 Stunden bis runter. Ohne Probleme. Darf dann allerdings auch auf der 6 nichts sein, ne? Aber das kann man immer nicht garantieren. Bis jetzt haben sie noch nichts gemeldet. Und sie sagen nichts auf meinen Balken hier zu sehen. Ach du Schande, da steht alles. Aber zum Glück nicht in meine Richtung. Da ist wohl irgendwie ein Unfall in der Baustelle passiert. Und da geht es nur langsam oder gar nicht dran vorbei. Im Moment ist Stillstand, wie es aussieht. Total Stillstand. Guckt euch mal die Schlange an. Dann wollen wir doch mal gucken, wie es auf der 6 aussieht. Mit ein bisschen Glück ist nichts los. Gemeldet haben sie jedenfalls nichts. Keinen Stau, keine Behinderungen. Aber kann man ja nicht drinnen stecken, ne? Schauen wir mal. Und dann gucken wir mal, wie lange das in Heilbronn dauert. Wäre nicht schlecht, wenn es zügig ginge. Irgendwie ist meine Taro-Verbindung zu meinem Tablet gestört. Das Tablet zeigt mir nichts an Überlenkzeiten. Da habe ich immer noch 4,5 Stunden. Bin aber schon 4 Stunden 7 unterwegs. Also ich könnte jetzt noch 4,5 Stunden fahren ohne Pause laut Tablet. Naja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen, was das Teil hier sagt irgendwann. Ich schalte noch einmal die Zündung aus. Wenn ich mich anmelden gehe, mache ich ja sowieso. Mal gucken, ob es danach sich irgendwie ein bisschen gefunden hat. Lassen wir uns überraschen. Wenn nicht, dann brauche ich ein neues Tablet. Ich habe mich jetzt schon zweimal an- und abgemeldet, zweimal ab- und angemeldet, hat aber keine Punkte gebracht. Nicht wirklich. Erdbeeren wird es wohl keine mehr geben im Erdbeerständle. Ich denke mal, die stellen jetzt um auf Pflaumen.
Erst hatten sie Spargel, jetzt hatten sie Erdbeeren und jetzt tippe ich mal, dass sie auf Pflaumen umstellen, weil jetzt gibt es ja überall Pflaumen. Das ist der Daumen, der pflückt die Pflaumen, der liest sie auf, der trägt sie nach Haus und der Kleine isst sie alle alleine auf. Kennt ihr doch sicherlich, habt ihr doch sicherlich als Kinder auch kennengelernt. So, jetzt fahren wir aber gleich unten rum. Beim Feuerwehrplatz vorbei. Heute fahren wir mal unten rum. Kran stehen. Das seht ihr aber wieder nicht. Aber das Tor ist zu. Das THW ist da. Schau, das THW ist da. Mit dem Führungsstellencontainer. Und der Kran noch nicht, der Kran gehört gar nicht zur Feuerwehr. Der steht weiter oben auf der Baustelle. Und das THW-Auto ist wahrscheinlich nur geparkt dort, wie es ausschaut. So, du hängst ganz schön weit rein hier mit dem Arsch. So, Freunde, sind wir gleich da. Vier Stunden 22 haben wir gebraucht. Das ist alles noch im Limit. Und dann werde ich mal gucken, ob sich endlich mal das Tablet mit dem Tachografen verbunden hat hier. Jetzt noch nicht. Meine Werte sind zwar da, aber keine Zeiten. Ha! Ich kann jetzt ohne Ende fahren. So, dann schauen wir mal. Leute, ich verabschiede mich erstmal von euch. Ich verabscheue mich erstmal von euch. Ach, das ist geil Quatsch wieder. Und dann sehen wir uns nachher. Dann berichte ich euch, was hier gelaufen ist. Bis später. So, natürlich bin ich hier falsch. Das war mir doch fast klar mit der anderen Nummer. Also, ich muss in die Dieselstraße. Stand zwar hier die Alexander-Baumann-Straße drauf auf dem Auftrag. Als Empfänger. Aber das ist falsch. Die konnten hier mit mir nichts anfangen und da habe ich jetzt nochmal die Dispo angerufen. Und die haben nochmal einen Auftraggeber angerufen. Und der Auftraggeber hat gesagt, ach, das haben wir vergessen drauf zu schreiben. Naja, passiert. So, jetzt muss ich gucken, wo ich hier lang muss.
hier geradeaus. So, dann über die nächste gerade drüber und dann die nächste rechts. Naja, dauert 10 Minuten. Ach, ist doch, heute ist Montag, heute ist noch alles offen. Rückladung habe ich auch schon. Da habe ich Zeitfenster bis 14 Uhr. Also kann ich auch da in aller Ruhe laden. Und das ist auch nicht weit weg von hier, 20 Minuten ungefähr. Also alles im grünen Bereich, meine Lieben. So, und da unten muss ich rechts. Hier haben wir doch schon gestanden und geschlafen. Da vorne zeige ich euch dann, denke ich zumindest. Hier ist der Wurzelarturm, schau an. Ist ja auch geil. Nächste müssen wir nämlich schon wieder links. Müssen wir gucken, wie das funktioniert. Ach, hier müssen wir. Ist das rechts? Oh, Alter, auch das noch. Eine Umleitung. Na prima. Ich bin begeistert. Da vorne ist unsere Straße. Leute, mit mir könnt ihr es ja machen. Dieselstraße im Kreisverkehr. Hm? Im Kreisverkehr komplett rum und dann hier wieder runter. Was soll das denn? Das war richtig. Meine Güte. Aber arscheng geht's hier zu, ne? So, hier müssen wir. Links. Dieselstraße steht dran, ist richtig. So, jetzt müssen wir bloß noch die Nummer 12 finden und die Steuerstelle. Dann sind wir schon erst einmal gut dran. Hier stehen natürlich wieder keine Hausnummern dran. Oh, ich bin begeistert. Sehse. Da steht dran Sese. Dieselstraße 12, da muss ich rein. Hier muss ich rein.
jetzt fahre ich wegen zwei Paletten wieder zurück in die Böllinger Höfe zur Audi. Die gehören hier drüben hin. Die haben die hier nicht mit angenommen. Zwei Paletten Batterien. Naja. Warum? Einfach, wenn es umständlich geht. Es wäre ja auch viel zu einfach, wenn die mir dort gleich die zwei Paletten Batterien runtergenommen hätte. Dann wäre ich hierher gefahren und dann hätte ich gleich zur Ladestelle fahren können. Aber es muss halt umständlich gehen, weil das ist erste Abladestelle hier. Und dann muss die erste Abladestelle zuerst abgeladen werden, obwohl die Batterien ganz hinten dran standen. Also die hätten sie problemlos runternehmen können. Naja, Klausi, nicht aufregen, nur wundern. So, aber Klimaanlage scheint zu funktionieren. So, jetzt haben wir endlich das Auto leer. Und jetzt kann ich zum Laden fahren. Was auch immer das ist irgendwo südlich von Stuttgart. Weit südlich von Stuttgart. Bei der Schwäbele. Die Schwäbele werden gegrüßt, Ralf. Sehen wir das? Sind wir doch gleich da. Hier unten muss ich irgendwo abbiegen, links. Ach, das ist dann hier die lange Straße, wo ich abbiegen muss. Aber das sieht mir hier nicht aus, wie man hier irgendwo nächtigen kann. Habe ich noch meine Zweifel, ob man hier irgendwo nächtigen kann. Naja, müssen wir gucken. Hier ist ein Reiterhof. Schau an, was es alles gibt. Vielleicht kann man ja auch dort stehen bleiben. Werden wir sehen. Also hier kann man sich jedenfalls nirgends hinstellen. Alles kleine Straßen hier. Das muss irgendwie ein Gewerbegebiet sein, wo ich jetzt hin will.
steht's doch dran. Dann ist die Einfahrt hier vorne. Und dann gucken wir mal, entweder sie beladen uns noch oder sie beladen uns nicht mehr. Hier rein. Ein Schild hier vorne wäre auch nicht schlecht gewesen. Betriebsgelände. So Leute, dann bis später. So meine Freunde, wir stehen jetzt hier in Alpiersbach. Der Ralf Habig wird wissen, wo das ist, denke ich mir mal. Ganz tief in Schwaben oder so. Kann auch Baden sein, weiß ich nicht, ist mir aber auch egal. Also, wir haben jetzt hier noch geladen und jetzt haben wir uns hier an die Seite gestellt. Hier steht noch so ein kleiner von der Firma, hier hinter mir. Und hier ist ein schöner Hang. Da habe ich einen guten Windschatten und schönes Wetter, auch nicht. Also meine Lieben, haben wir das Tagwerk heute vollbracht. Dann fahren wir morgen früh um 3 Uhr hier los, dann sind wir so gegen 9 Uhr in Wackersdorf. Abladen und dann ab die Post nach Dingolfing. Und ich denke mal, dann laden wir dort und dann ist dort auch wieder Schluss. Weil die Lenkzeit dann wahrscheinlich nicht weiter reicht. Also, ich wünsche euch dann eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönen Abend, gutes Nächtle, schlaft gut und bis morgen früh um 3. Tschüss.